Hello. La historia de Violeta continuará pronto. ¿Están listos? Por si se olvidaron de algo, les hacemos un pequeño resumen. ¡Let's go! Violetta, was bisher geschah? Das Jahr fängt fantastisch an. Die Jumix-Tour durch Spanien war ein Riesenerfolg. Barcelona, ¿te acordás? Por supuesto. Allen Pärchen scheint es sehr gut zu gehen. Jetzt, wo du da bist, geht's mir so gut wie nie. Ganz besonders Violetta und Leon sind glücklicher denn je. Ay, amor en el aire, acércate a mí. Ich kann mir ein Leben ohne dich nicht vorstellen. Nach vielen schönen Momenten geht die Tour zu Ende. Alle kehren zurück nach Hause. Einige besser als andere. Es ging mir nie besser. In Argentinien warten einige Überraschungen auf sie. Gregorio kündigt das Studio, um sein eigenes zu eröffnen. Das ist der Ort, an dem unsere Träume wahr werden. Ja, das stimmt. Es gibt neue Herausforderungen. Ihr macht jetzt das, was wir Abschlussarbeit nennen. Und auch neue Gesichter. Wer bist du? Ich heiße Alex. Doch die größte Überraschung wartet auf Violetta und Ludmilla, als sie herausfinden, dass ihre Eltern aufeinander stehen. Papa? Dein Papa und meine Mama? Nein. Ay, no, no. Eso no va a terminar bien. Honestamente, Priscilla, me da un poco de miedo. Natürlich reagiert Ludmilla ruhig und verständnisvoll. What? Kannst du mir bitte sagen, was das hier werden soll? Naja, vielleicht nicht ganz. Aber das ist nicht das einzige Drama im Studio. Fran! Zwischen Francesca und Marco läuft es nicht gut. In deiner Welt spiele ich doch keine Rolle mehr. Wie kannst du das nur sagen? Besonders, weil Marco ein großes Geheimnis vor ihr bewahrt. Ich war bei einer Audition in London. Dort will ich studieren. Was? Francesca und Marco machen Schluss, aber bleiben gute Freunde. Kurz danach zieht er nach England. Fran ist traurig, aber sie bekommt Unterstützung von einem unerwarteten neuen Freund, Diego. Dafür, dass du für mich da bist, danke ich dir. Du hast dich wirklich verändert im letzten Jahr. Und die Freundschaft wird schnell zu etwas anderem. Ich liebe dich. Ich will meine Gefühle nicht mehr verbergen. Francesca hat aber Angst, Violetta zu verraten, dass sie in ihren Ex-Freund verliebt ist. Ich bin sicher, dass Violetta sehr glücklich wäre, uns zusammenzusehen. Und wenn nicht? Und verheimlicht die Beziehung. Decíselo, Fran, decíselo, dale. Violetta merkt aber nichts, weil sie mit ihren eigenen Beziehungsproblemen zu kämpfen hat. Die fangen an, als Leon entscheidet, dass seine Band für ihn wichtiger ist als das Studio. Nach der Präsentation für Jumix verlasse ich das Studio. Violetta kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Ich werde nicht ins Studio zurückkehren. Punkt, okay? Jetzt sei doch nicht so egoistisch. Es ist nicht fair, worum du mich da bittest. Du wendest dich von mir ab, wenn ich dich am meisten brauche. Ich fasse es nicht. Ich kann mit dir nicht reden. Ich kann auch nicht mit dir reden. Und sie machen Schluss. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Violetta bereut ihre Reaktion sofort, aber Leon ist sehr sauer und will nichts mehr hören. Was noch dazu kommt, ist Jerry. Sie ist ständig in Leons Nähe und ist total verliebt in ihn. Ich liebe deine Stimme. Sie ist fantastisch. Das verunsichert Violetta sehr. Irgendwas läuft zwischen denen. Etwas, das er nicht sagt. Und sie hat eine ungewöhnliche Idee. Oh nein. Eine sehr ungewöhnliche Idee. Alle nennen mich Roxy. Die irgendwie funktioniert. Sehr erfreut. Am Anfang hat Violetta Spaß mit ihrer neuen Identität. Aber mit der Hilfe ihrer Freunde merkt sie, dass der Plan zu nichts Gutem führen kann. Du weißt doch ganz genau, solche Heimlichkeiten sind nie gut. Ihr wisst schon, dass das ziemlich fies ist, oder? Qué buen consejo que da esta chica. Qué bien. Alles gerät außer Kontrolle und Violetta fühlt sich immer schlimmer. Hast du denn nichts von den Lügen aus der Vergangenheit gelernt? Ich bereue das so sehr. Bis endlich die Wahrheit ans Licht kommt. Violetta? ¿Cómo va Leon a reaccionar? ¿Será el estudio salvarlo de alguna manera? ¿Descubrirá Violetta el secreto de Francesca y Diego finalmente? Erfahrt das alles und viel, viel, viel mehr in den neuen Folgen von Violetta. Ab 22. August im Disney Channel.